kann man das große Schiff überhaupt beschädigen? Ich würde ja mal vermuten, dass nicht. Ah, da ist gerade eine neue Welle Feinde gespawnt. Autsch. Mit den Railguns ist das zum Glück nicht so schwer. Wir müssen trotzdem zusehen, dass wir unsere Schilde behalten. Das geht natürlich nicht, wenn wir alles mögliche rammen. Aber scheinbar sind die Preisgelder, sag ich mal, für das Vernichten von Schiffen hier im in dieser Zone schon runtergegangen. Vielleicht zahlt die Iranin-Gruppierung aber auch einfach weniger. Da gab es mal 500 für. So, mittlerweile ist das mit den Railguns auch nicht mehr so kompliziert. Ja, das Ding ist sowieso unzerstörbar. Deswegen weiß ich nicht, warum da Leute drauf schießen. Blöderweise wählt der Computer es immer automatisch aus. Das ist natürlich auch blöd. Blöderweise ist das blöd, ja. Gut formuliert. Es gab irgendwo eine Taste für nächstes Ziel, aber fragt mich nicht, was die war. Ich gucke das mal kurz nach, während wir hier hoffentlich überleben. Bedienung. Ich achte immer schön auf unsere Schilde. Ah, die Übersetzung ist hier noch nicht ganz perfekt. Flughilfe, Targeting, da. Vorausliegendes Ziel, nächstes Schiff, größte Bedrohung. Ah, auf Y kann man die Untersysteme durchschalten, das ist gut zu wissen. Jetzt habe ich schon vergessen, was das nächste Ziel war. Traurig, aber wahr. Ich muss das jetzt nochmal schnell nachgucken. Ganz schnell. Okay, geht jetzt nicht. Denn sonst werden wir gleich platzen. Der Lag hilft der KI natürlich gegen unsere überlegenen Waffen. Aber das läuft doch hier erstaunlich gut bisher. Bam. Wollte schon sagen. Da hat er uns den Kill etwas spät gut geschrieben. Andererseits ist das hier ja, da kriegen ja auch Anfänger ein bisschen. Wahrscheinlich mache ich mich hier eh gerade unbeliebt, weil ich ganz viele Kills klaue, sozusagen. Also, naja, gut, ich mache sie schon selbst, aber andererseits klaue ich damit ja Geld. Das war etwas spät. Vorsichtig, Freundchen. Uff, bumm. Ja, heute verdienen wir uns doch mal ganz gut was. Ich bin bisher sehr zufrieden. Und es passiert einigermaßen was. Das kann doch für die Aufnahme nur gut sein. Also ich wollte noch sagen, mit den 50 Abonnenten, beziehungsweise 54, also danke an diese Leute. Wirklich sehr. Es freut mich, dass ihr so viel Gefallen an und Interesse an dem Let's Play von einem noch relativ unfertigen Spiel habt.
dass ihr hier das Ganze abonniert. Was ihr hoffentlich gemacht habt, weil ihr es nicht verpassen wollt. Na komm. Ja. Naja, das wäre jetzt auch wirklich unfair gewesen, da den Kill noch zu farmen. Nachdem der die ganze Arbeit gemacht hat. Bumm, das war jetzt aber unser Abschuss. Ich ramme die Gegner ein bisschen oft, habe ich manchmal den Eindruck. Aber bei diesen, von diesen 50 Zuschauern kann ich ja noch nicht YouTube-Partner werden und davon leben. Überhaupt wundert mich ja, zugegebenermaßen, also, was heißt, wundert mich, natürlich wundert es mich, dass bei manchen meiner Folgen die Zuschauerzahlen so weit auseinander liegen. Also dieses Let's WM-Ding jetzt mal ausgenommen, weil, naja, das... Ich habe schon die Spekulation aufgestellt, dass Leute, die sich für Weltraumspiele interessieren, sich nicht zwangsläufig auch für Fußball interessieren. Und es wurde mir ja auch schon genannt, dass Fußball jetzt... Also, dass ich da nicht so viel drüber reden soll. Das stand ja in einem der Kommentare zum Beispiel drin. Und ich mache es ja auch nicht. Dafür habe ich ja das WM-LP. Und... Na, da schießt einer auf uns. Also bei manchen Folgen habe ich hier schon nach zwei, drei Tagen über 100 Zuschauer und bei anderen Folgen... Na komm. Ui. Bei anderen Folgen habe ich... Nur so 30, 40, 50 Zuschauer, das irritiert mich immer so ein bisschen. Und bumm, da explodiert der nächste. Also heute verdienen wir aber wirklich gut. Und wir rammen ganz schön viel. Na, wie viel haben wir denn schon beisammen? Ui, schon 6.000 verdient. Na, wer weiß, vielleicht kommt dann ja am Ende dieser Aufnahme tatsächlich das, was ich schon so lange mir wünsche. Ein neues Schiff. Wir sollten allerdings gleich mal uns ein bisschen vom Kampf zurückziehen und ein bisschen die Schilde aufladen. Na nun, wo ist denn unser Ziel jetzt? Ist irrelevant, da vorne schießt einer auf uns. Noch. Wie konnte der dem ausweichen? Die Form dieser Schiffe ist ihnen manchmal ein großer Vorteil. Wir müssen mal... Es ist praktisch, dass es diese Anzeige gibt, die einem zeigt, wo das Schiff am besten zu manövrieren ist. Es ist unfassbar. Wenn die genau auf uns zufliegen, können wir ihn irgendwie nicht treffen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Energie auf die Schilde geben. Wage es nicht, meinen Kill zu klauen. Na, da hat er den Kill geklaut. Ach, genau in dem Moment ist es weggeflogen. Schade. So, das war aber wieder unserer. Jawohl, und der gibt jetzt auch 500. Warum auch immer manche 400 und manche 500 geben. Vielleicht ändert sich das ja auch. Aber ich dachte mir, bevor ich da mir jetzt groß irgendwie Gedanken mache, ob ich YouTube-Partner werden soll, da müssten schon mehr Abonnenten her. Deshalb werde ich das einfach mal so lange als Hobby nebenbei machen, wie es
mir Spaß macht und dann einfach mal abwarten müssen, wie es sich entwickelt. Wenn ich jetzt feststelle irgendwann, okay, das läuft so gut, dass es sich rechtfertigen würde, da doch mal dann mit YouTube da zu reden sozusagen, also diese YouTube-Partnerschaftsgeschichte anzufangen, dann wäre das eine Überlegung wert. Aber wie gesagt, mit 50 Abonnenten oder was, also für die Leute mache ich das natürlich gerne und ich mache das ja auch aus Spaß. Aber ich habe ja nicht, ich habe leider nicht die Freizeit oder das Geld, sagen zu können, ich mache das jetzt nur noch. Huch, das war ein Schuss zu viel. Es ist gerade scheinbar nur die Impeccable übrig. Nein. Schade, dass man die nicht zerstören kann übrigens. Schöner Sniper-Schuss. Das Ding eigentlich Subsysteme. Das Ding überhaupt was? Ah. Was geht ab? Irgendwie bin ich gerade sehr komisch geflogen. Ach so, ich weiß warum. Der Flugassistent war offline. Ah. Jetzt verstehe ich, was das sollte. Die Tastaturzuordnung ist noch verkehrt rum. Auf Y ist natürlich das Abschalten des Flugassistenten. Deswegen sind wir so komisch geflogen. Geh doch kaputt. Ich verstehe immer noch nicht, warum es für manche Abschüsse 400 und für andere 500 gibt. Ich verstehe, dass der uns gerade viel zu viel Schaden an den Schilden gemacht hat und dass er dafür leider jetzt sterben muss. So. Unten macht uns ja schon wieder einer Schaden. So, wir müssen jetzt uns wirklich erstmal unsere Schilde wieder ein bisschen aufnehmen, aufladen lassen. Also mir schrieb, glaube ich, mal jemand in den Kommentaren. Na, jetzt sind unsere, jetzt sind wir etwas heiß geworden und wir werden beschossen. Deswegen gehen wir mal kurz hinter dem Schiff in Deckung. Mir hat mal jemand in den Kommentaren geschrieben, man könnte aktuell so circa 10.000 pro Stunde machen. Wir haben jetzt schon 12.000 in ich weiß nicht wie viel Zeit gemacht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber vielleicht 20 Minuten. Also ihr wisst das jetzt natürlich besser als ich. Das ist mal wieder das typische Let's Player-Phänomen. Man verliert völlig den Überblick darüber, was man tut und wie lange man irgendwas tut. Ich muss sagen, ich bin heute, also ich will mich nicht selbst loben, aber heute klappt das mit den Abschüssen mit der Railgun echt gut. Ich krieg langsam Übung mit dem Ding. Dummerweise schaltet uns das Zielding dauernd die Impeccable auf. Und ich habe leider immer noch nicht die Taste rausgefunden, mit der man die Ziele durchschaltet einfach. Wow, 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 wow. Huch, da hat wohl ein Flügel von uns, beziehungsweise ein Seitenteil von uns einen kleinen ein bisschen zu weit rausgeragt. Was? Der lebt noch auf die kurze Distanz?
So, und gute Nacht. Also ich glaube, ich spinne. Schon wieder beschießt uns einer. Wieso kommen die Schiffe eigentlich nicht aus dem Hangar, der Impeccable? Das würde doch viel besser passen. Mal einen kurzen Turbo-Boost zünden. Wir machen uns hier gerade unbeliebt, habe ich so den Eindruck. Wir werden hier leider gerade von viel zu vielen gleichzeitig attackiert. Wir müssen jetzt mal ein bisschen mit Manövern hier dagegen ankommen. So, das war der erste. Ja, ich glaube, nach diesen letzten paar Abschüssen, die wir uns jetzt natürlich noch holen, einfach weil ich, also gerade gegen die KI, da bin ich einfach rachsüchtig. Hallo? Wieso kriege ich ihn denn jetzt nicht vors Visier? Nimm das. Keine Bange, wir kriegen dich schon noch. Und tschüss. So, wie viel haben wir jetzt insgesamt verdient? 37.000. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt reparieren. Und dann kommen wir wieder. Erstmal die Schilde zu Ende aufladen lassen. Nur sicherheitshalber. So, und es geht zurück. Kleines Schlückchen mal eben trinken. Jetzt folgt hoffentlich nicht mehr ein abendlicher Disconnect. Nein, das sah alles gut aus. Schön. Ja, manchmal passiert das abends irgendwie. Ich weiß nicht warum. Unser Router ist da eigentlich anders eingestellt. Aber was sagt man dazu? Das lief doch erstaunlich flott, actionreich ab. Und wir haben wirklich gar nicht schlecht verdient. Fast 15.000. Wenn man jetzt mal von den Überhitzungsreparaturen, also wenn man die nicht mitrechnet, die wir da am Anfang hatten. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Jetzt stellt sich natürlich nach wie vor die Frage, sollen wir in die Eagle wechseln? Aber ich denke, erstmal werden wir jetzt nachdem wir hier so schön rumgeeiert sind, erstmal werden wir, also werde ich jetzt reparieren, danach fliege ich dahin zurück und sammle noch ein bisschen mehr Geld. Wenn das in dem Tempo weitergeht, dann mal schauen, vielleicht überspringe ich die Igel ja dann und gehe direkt zur Cobra über. Oder sollen wir vielleicht doch erstmal... Oh, wir werden abgefangen. Sollen wir vielleicht doch erstmal Upgrades für unser Schiff hier kaufen?